Ich sitze hier mit Uli von dem Verlag Die Buchmacherei und wir wollen zusammen ins Gespräch kommen über ein Buch, das da gerade rausgekommen ist, Biografisches Lexikon des deutschen Rätekommunismus. Uli, bevor wir über das Buch selber ins Gespräch kommen, vielleicht kannst du erstmal sagen, was ist das für ein Verlag, Die Buchmacherei, und genau, vielleicht auch da, was spielt da Rätekommunismus überhaupt für eine Rolle? Es ist ein selbstorganisiertes Projekt, wir machen alles Ehren, aber wir sind 11 Leute. Und wir geben seit etwa 18 Jahren linke Literatur heraus, historische, sehr viele Sachen über Betriebskämpfe, aber auch Dritte Welt, Internationalismus. Es ist das dritte Mal, dass wir etwas zum Thema Rätekommunismus machen. Jemand von uns hat ein Buch über Willy Huhn gebracht, ein deutscher Rätekommunist der 20er Jahre, der in den 50er, 60er Jahren gestorben ist und der eine wichtige Funktion für den Berliner SDS gehabt hat. Das heißt, er hat praktisch die gesamte Führungsschicht des Berliner SDS politisch sozialisiert. Ihn kennt aber in der heutigen Generation so gut wie kein Mensch. Willy Huhn ist eine ganz wichtige Persönlichkeit. Und wir sind auf das Lexikon gekommen, weil ein Schweizer Publizist, der über diesen Bereich viel gearbeitet hat, den Vorläufer des Lexikons im Internet publiziert hat, aber nie einen Verlag gefunden hat für eine Druckfassung. Und das Problem bei diesem Buch ist, er ist Romano-Schweizer. Das heißt, er hat vieles mit Google und ähnlichen Übersetzungssoftwaren bearbeitet, was natürlich für die Lektüre eines solchen Buches nicht sonderlich gut ist. Das heißt, wir haben dann beschlossen, wir machen dieses Buch. Wir mussten natürlich den gesamten Text überarbeiten. Und da wir einmal damit zugange waren, haben wir auch gesagt, gut, wir wissen in vielen Bereichen mehr, als der Autor bereits hatte. Das fügen wir einfach rein. Das heißt, etwa ein Drittel des Textes, den haben wir nachträglich eingeschoben. Philippe Bourinet ist der Name des Autoren, der dieses Buch geschrieben hat. Vielleicht, was kannst du zu ihm sagen? Aus was für einem Kontext kommt er und wie kommt er zu so einem Buch? Philippe Bourinet ist selber Rätesozialist und hat mehrere Standardbücher über den italienischen Rätekommunismus und über die deutsch-holländische Linke geschrieben. Und das Problem ist, weil irgendwann war die Konjunktur des Rätekommunismus bei den Publikationen erloschen. Und dann hatte er zwar noch ein Manuskript, aber keine Möglichkeit, das zu publizieren. Und Philippe Bourinet, ich halte ihn für einen begnadeten Historiker. Leider Gottes wird er auch in Deutschland mittlerweile kaum noch rezipiert. Und daran wollten wir ein klein wenig was ändern. Jetzt haben wir schon mehrmals dieses Stichwort des Rätekommunismus gebracht hier im Gespräch und es geht eben um ein biografisches Lexikon des deutschen Rätekommunismus. Rätekommunismus als eine Strömung der historischen Arbeiterbewegung. Vielleicht kannst du ein paar Worte zu sagen, was sind eigentlich Merkmale des Rätekommunismus oder worüber sprechen wir eigentlich, wenn wir das sagen? Das Problem am Rätekommunismus ist, dass es natürlich auch eine Vielzahl von Definitionen gibt. Ich versuche einfach mal die zentralen Implikationen zu nennen. Eine Sache, die ganz wichtig ist, ist eine Bürokratiekritik. Das heißt, man wird nie eine Rätekommunistin und einen Rätekommunisten finden, der so etwas wie eine Avantgarde-Position vertritt, beziehungsweise demokratischen Zentralismus einer leninschen Partei. Lenin war einer der massivsten Gegner und Kritiker genau dieser Strömung. Viele kennen den Namen des linken Radikalismus, diese Schrift, die sich genau gegen diesen Bereich der Politik gewandt hat. Das Zweite ist dabei, von der Relation her, 1920 hat sich die Kommunistische Partei in Deutschland gespalten in einen rätekommunistischen Flügel und einen Flügel Moskauer Orientierung. Entscheidend dabei ist, zwei Drittel der Mitglieder, die ausgetreten sind, sind mit den Rätekommunisten gegangen. Das heißt, diese Proportion, die kann man sich heute kaum noch vorstellen. Heutzutage sind rätekommunistische Gruppen marginalisiert und wahnsinnig klein. Ein weiterer Punkt ist noch, Rätekommunisten, egal welcher Orientierung, haben die klassischen Gewerkschaften weitgehend abgelehnt. Entscheidend war selbstorganisierte Arbeiterunion mit möglichst wenig Hauptamtlichen und einer klaren Kampforientierung. Eine dritte Geschichte, das ist ein Punkt, wo ich selber massive Kritik dran habe. Es gab einen bestimmten historischen Mechanismus. Also Rätekommunisten waren sehr beschlagene Leute mit politischer Ökonomie, sind aber davon ausgegangen, dass sie so etwas wie ein Zusammenbruchsgesetz gefunden haben. Das heißt, irgendwann wird der Kapitalismus an sich selber zugrunde gehen. Rätekommunisten wollten nur diesen Prozess etwas beschleunigen, aber sie hatten nicht den Hauch eines Zweifels daran, dass der Zusammenbruch kommt. Und dazu haben sie wirklich Bibliotheken von Büchern verfasst.
Ja, ich habe Rätekommunismus auch mal wahrgenommen als eine Strömung, wo man sagen könnte, das ist sozusagen die antiautoritäre Spielart des Kommunismus. Aber gerade dieses antiautoritäre oder so, wie sie ihre Strömung begründen, geschieht ja auch in Rückgriff auf eine gewisse Orthodoxie des Marxismus im Grunde. Der Begriff antiautoritär ist ebenfalls zu hinterfragen. Es gab also einen Flügel im Rätekommunismus, der war so antiautoritär, dass sie selbst ihre eigenen Organisationen aufgelöst haben. Also gerade in Sachsen und Thüringen finden wir da ganz viele Beispiele. Sie haben sich dann selber atomisiert. Das Zweite ist, was völlig klar war, was ich vorhin vergessen habe zu benennen, Rätekommunismus ist per Definition antiparlamentarisch. Also Rätekommunisten würden sich nie zur Wahl stellen. Die meisten sind nicht einmal zur Wahl gegangen, um zu wählen. Lasst euch von Schwätzern nicht vertreten, selbst herrscht das Volk in seinen Räten. Das war einer der zentralen Punkte. Und das von Leuten, die selber teilweise vorher Reichstagsabgeordnete waren, wie Otto Rühle, der einer der zentralen deutschen Rätekommunisten gewesen ist. Das heißt, die wussten auch, was sie kritisierten, aus eigener Praxis. Antiautoritär im positiven Sinne definiert heißt, die Leute, die die Arbeit machen, sollen selber entscheiden und nicht irgendwelche anonymen Apparate. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wer sich heute fragt, wie Stalinismus möglich gewesen ist, ohne diesen parteikommunistischen Typus der Organisation, wäre das gar nicht möglich gewesen. Es hätten alle Voraussetzungen gefehlt. Nichtsdestotrotz gab es auch ausreichend autoritäre Rätekommunisten. Das heißt, die vielen Spaltungen in dieser Organisation hatten auch ganz viel mit zu tun, dass es viele unabhängige Königreiche gab, aber es gab Könige in diesem Königreich. Jetzt hat dieses Lexikon von Philippe Bourinet über 618 Einträge. Das wirft ja so ein bisschen die Frage auf, wie will dieses Buch eigentlich gelesen oder genutzt werden? Ist es ein Lesebuch oder wie soll man es nutzen tatsächlich als Lexikon? Es ist eigentlich beides. Also wichtig war für uns, auch für die Diskussion bei uns im Kollektiv, dass die leninsche Tradierung, Rätekommunisten waren kleinbürgerliche Intellektuelle, Künstler und ähnlicher Treibsand der Bewegung. Das Zitat war jetzt nicht gerade von mir, ist entscheidend, dass das historisch gar nicht stimmt, sondern auch im aktiven Bereich des Rätekommunismus waren Arbeiterelemente deutlich in der Mehrzahl. Das war eins unserer Anliegen, sozusagen klarzumachen, wie war die soziologische Struktur. Das Zweite, ansonsten war uns völlig klar, dass wir eine kleine Ausgabe eines proletarischen Brockhaus hier organisiert haben, als Nachschlagewerk, weil die absolute Masse der Leute in keinem anderen Lexikon auftauchte. Das heißt, wir hatten nie die Illusion, dass wir damit einen Bestseller organisieren, sondern entscheidend war, wir wollten die Bibliotheken erreichen, die öffentlichen auch. Wir wollten die Hochschulbibliotheken erreichen und wir wollten die Leute erreichen, die in irgendeiner Weise sich mit der historischen Realität der Arbeiterbewegung beschäftigen. Das heißt sozusagen als Nachschlagewerk. Und eine dritte Geschichte, es gibt, hoffen wir jedenfalls, ausreichend Leute, die für eine Bachelorarbeit beispielsweise über Frauen in der Rätebewegung einfach mal arbeiten können, die finden 50 oder 60 Biografien, mit denen sie eine ganze Menge anfangen. Sie müssen nicht in 50 Archive fahren. Das heißt, wir sind in diesem Sinne ein Zuliefererbetrieb. Jetzt hast du ja schon ein bisschen erzählt, dass über diese 618 biografischen Einträge bestimmte Sachen deutlich werden, zum Beispiel, dass der Rätekommunismus tatsächlich weitestgehend eine proletarische Bewegung gewesen ist. Im Ankündigungstext in eurem Verlagsprogramm steht auch drin, es wird deutlich, warum der Rätekommunismus für viele Leute nur eine biografische Durchgangsstation gewesen ist. Also das heißt, Rätekommunismus als eine kurze Phase im Leben von Leuten, woran liegt das oder wie kann man das weiter beschreiben? Nehmen wir einfach mal zwei Zahlen. Vor 1918 gab es in Deutschland faktisch keinen Rätekommunismus. Dann haben wir auf einmal die Mehrheit der kommunistischen Partei auf rätekommunistischen Positionen, 40.000, 50.000 Leute, und von denen waren 1928 2.000 übrig geblieben. Und das heißt nicht, dass die gleichen 2.000 bereits 1920 dabei gewesen sind. Es gab eine immense Fluktuation. Nehmen wir mal eine ganz klassische Biografie über eine Person, wo man wirklich viel drüber weiß, Dr. Karl Schröder. Vor dem Ersten Weltkrieg Sozialdemokrat, Lehrer an der SPD-Parteischule, also kein Nobody. Während des Ersten Weltkrieges Opposition im Spartakusbund gegen den Kriegskurs der Sozialdemokratie. 1919 Spartakusbund und Gründung der KPD. Dann einer der Hauptspalter bei der Abspaltung von der Kommunistischen Partei. 1922 selber ausgetreten, weil er im Kampf der Könige um die freien Königreiche unterlegen war.
Was macht dieser Mann? Er privatisiert nicht, sondern er tritt der deutschen Sozialdemokratie zu und wird Cheflektor der sozialdemokratischen Büchergemeinde Bücherkreis. Und gründet aber gleichzeitig innerhalb der Sozialdemokratie eine illegale Organisation auf rechtskommunistischer Grundlage, die Roten Kämpfer, die 1933 eine der effektivsten deutschen Widerstandsorganisationen werden, kommt ins KZ, 1945 KPD-SED und endet sozusagen in der frühen DDR als Parteimitglied der SED. Seine Position hat der Mann keinen einzigen Tag verändert, nur die organisatorische Hülle. Ganz viele Leute sind nach 2-3 Jahren Rätekommunismus wieder zur Kommunistischen Partei zurückgegangen oder sind völlig passiv geworden. Man schätzt allein, also es ist für den Großraum Berlin mal untersucht worden, dass es kaum eine Gewerkschaftsgruppe gab, wo nicht ein ehemaliger Rätekommunist drin gewesen ist, die diese Phase überwunden haben, aber ganz viele von dieser antiautoritären Grundhaltung in andere Arbeitsbereiche tradiert haben. Das kann man sogar in der Sozialdemokratie bis in die 60er Jahre noch bei einer Reihe von Leuten nachvollziehen. Das wäre auch so meine nächste Frage gewesen, weil wir haben jetzt irgendwie gesehen, okay, der Rätekommunismus hat Anfang der 20er Jahre so einen organisatorischen Höhepunkt, dann geht es wieder zurück. Es gibt Versuche von Widerstand, aber der Nationalsozialismus heißt natürlich auch für diese Biografien, dass da Vertreibung, Repression stattfindet, dass viele Leute ins Exil gehen müssen und so weiter. Und dann halt irgendwie nach 45, wo ja sowieso viel von der Arbeiterbewegung abgebrochen ist und es gibt dann irgendwie, genau, sozusagen die neue Linke, Mitte der 50er entstehen so die ersten Gruppen und dann eben 68 als dieser Höhepunkt. Inwiefern sind da Leute aus dieser Strömung präsent, die vielleicht auch irgendwie helfen, irgendwie so ja, diesen Abgrund, der durch den Nationalsozialismus da ist, auch irgendwie wieder zu überbrücken? Ich habe noch eins vergessen, was aber genau zu dieser Frage passt. Rätekommunismus impliziert möglichst viel Selbstbewegung der arbeitenden Massen. Und außerhalb revolutionärer Zeiten sitzen Rätekommunisten wie die Fischer auf dem Trockenen. Und das ist eine der Hauptursachen dafür, dass die rätekommunistische Bewegung danach massiv abgeflacht ist. Das Zweite ist, man setzt natürlich als Rätekommunist oder Rätekommunistin auf eben diese proletarische Bewegung. Das war die Studentenbewegung mitnichten. Das heißt, es trafen zwei völlig unterschiedliche Kulturen aufeinander. Ich möchte das mal mit einem Zitat von einem Nicht-Rätekommunisten erklären. Einer der wichtigsten Lehrer in Berlin an der Universität war ein Mann namens Theo Pirker, der aus dem linken Flügel der Gewerkschaftsbewegung kam. Und der hat tatsächlich mal die Fähigkeit besessen, bei einem Teach-In zu sagen, die Studentenbewegung ist eine innere Angelegenheit der Bourgeoisie und geht die Arbeiterbewegung nichts an. Und wenn man diese Drastigkeit auf den deutschen Rätekommunismus überträgt, dann haben wir zwar eine Reihe von kleinen intellektuellen Gruppen, die das alles spannend fanden und versucht haben, möglichst viel noch mit Leuten zu reden, die aus der alten Tradition kamen. Aber es hat überhaupt, ich kenne kein einziges Beispiel, wo die Fusion oder auch nur die Annäherung geklappt hätte. Die Kulturen waren völlig unterschiedlich. Was würdest du sagen, kann man heute mit rätekommunistischen Ideen und auch mit solchen Biografien anfangen? Also vielleicht auch im Hinblick auf dieses biografische Lexikon, was können wir damit anfangen? Wir können eine ganze Menge damit anfangen, allerdings nicht, indem wir jetzt versuchen, die rätekommunistische Tradition aus dem Bücherregal rauszuholen und in die Jetztzeit zu beamen, was sich bei allen Theorien eigentlich im Ansatz nicht ermöglichen lässt. Zentral ist die Bürokratiekritik. Das Zweite, woraus wir viel lernen können, entscheidend ist die Selbsttätigkeit der Leute. Das Dritte ist, dass Bewusstseinsbildung extrem wichtig ist. Sozialistische Politik in den letzten 150 Jahren hat sehr viel damit zu tun, dass es eine Führergruppe gegeben hat, die durchgeblickt hat und die haben den Rest hinter sich hergezogen oder vor sich hergetrieben. Was aber im Regelfall dann, wenn man vielleicht gewonnen hat, dazu geführt hat, dass die alten Verhältnisse fortgelebt haben, weil es gar nicht möglich war, bei diesem Bewusstseinsstand sowas wie eine Rätedemokratie überhaupt nur zu realisieren und zu leben. Und daraus können wir lernen. Wenn wir uns die letzten 50 Jahre linke Bewegung international angucken, dann erleben wir nicht nur den Zusammenbruch des sogenannten realen Sozialismus, was ein Punkt ist, sondern wir erleben das Umkippen ganz vieler Regime, die mal links angefangen haben, aber anschließend in totalitären, autokratischen Regime geendet haben. Beispiel Nicaragua. Und da gibt es noch eine Reihe von anderen Beispielen. Das heißt, entscheidend ist dafür zu sorgen, dass es unten eine vernünftige Basis gibt, die auch qualifiziert ist.
Und Rätekommunismus damals und heute heißt auch eine vernünftige politische Schulung. Aber bitte nicht nur eine politisch-ökonomische, die versucht zu berechnen, wann das System kollabiert. Mit Ulrich Peter habe ich gesprochen über das biografische Lexikon des deutschen Rätekommunismus 1920 bis 1960 von Philipp Bourguignet, erschienen beim Verlag Die Buchmacherei. Danke, Uli. Auch vielen Dank.